nicht sehr subtil und lebte ganz banal in der Wiek im Nordostseekanal. Es war nur ein Reptil, doch fressen konnte es viel. Mal fraß es einen Aal, den es im Wasser stahl, ein anderes Mal einen Schokokuss, zum Schluss einen Touristenbus. Wurde dennoch niemals satt in der kleinen Fördestadt. Ständig war es auf Nahrung aus, irrte durch die Straßen. Wer ihn sah, dem war es ein Graus über alle Maßen. Ach, dieser schauerliche Tropf, er landet noch im Suppentopf. Was konnte Kroko denn dafür, dass er so disponiert war, dass kaum kam er durch die Tür, man sofort irritiert war? Ist wieder Wind, das Krokodil liebt jedes Kind. Wenn du es siehst, dann lauf geschwind um eine Ecke, sonst frisst es dich noch auf. Und wenn es ruft, verstecke dich noch rasch hinter der Hecke. Eines schönen Tages kroch das Krokodil aus seinem Loch und ging zur Stadtverwaltung. Den Beamten, die ihn schon kannten, erläuterte Kroko seine Haltung. Leihen Sie mir bitte Ihr Ohr, ich schlage Ihnen etwas vor. Ich kenne nämlich das Gekreische wegen meines Hangs zum Fleische. Ich habe ein mächtiges Gebiss und suche doch den Kompromiss. Wie wäre es denn, wenn ich die Diebe mir nur in den Rachen schiebe? Ich könnte die Halunken in Kapernsoße tunken. Alle Schurken würde ich schlurken mit Gewürz und Essiggurken. Dann die finsteren Bösewichter, die vom Richter nicht erfasst, dennoch in der Stadt verhasst sind, an die halte ich mich. Viel mehr brauche ich ja nicht. Gelegentlich mal ein Tourist, von dem die keiner vermisst. Das ist doch wohl ein Deal, sagte das Reptil. Doch war die Kieler Stadtverwaltung gegen das Krokodils Entfaltung, das ging etwas zu weit. Zu dieser Art der Rechtsgestaltung war man nicht bereit. Man gab ihm einen guten Rat, versuch es nur mit Literatur, was er dann schließlich tat. Er fraß die Literaturmaus aus dem Literaturhaus und einen Schriftsteller mit Bart. Zwar war der arme Literat im Nachgeschmack ein wenig fad, doch für den 7-Uhr-Schmaus hat es gerade noch gereicht. Wie schnell manchmal die Zeit verstreicht bei Literatur und Spiel, dachte das Reptil. So ist's geschehen bei meinem Schwur. Dem Kieler Krokodil entfuhr ein wohliger Laut aus seiner Haut nach all der Literatur. Das grüne Krokodil isst gerne Eis am Stiel. Es kaut auch Petersil, ich denke, ich glaube, ich schiel. Es hat einen mächtigen Appetit auf alles, was nicht zeitig flieht. Es ist nicht mehr zu retten. Versteckt euch in den Betten. Kroko lockt euch in die Falle. Kroko mag die Leute alle. Hört, ihr Bürger, die Geschichte, von der diese Dichtung spricht und denkt an den und fragt nach der Moral, Rechtfertigt denn des Tieres Pflicht die hohe Opferzahl? Ich glaube das ehrlich gesagt nicht. Doch gingen die Meinungen auseinander wie zerstrittene Salamander. Manchen war er nicht geheuer, anderen war er lieb und teuer. Letztere argumentierten mit dem Persönlichkeitsrecht. Die anderen insistierten und fanden das Krokodil schlecht. Auch fürchteten sie den Skandal im Kieler Nordostseekanal. Hier gab es niemals Krokodile, meinten viele. Andere verwiesen auf finanzielle Krisen. Ist das Tier nicht eine Chance für unsere Touristikbranche? Denn kommt der Wanderer in die Wiek, dann denkt er an den grünen Freak. Hier lebt das Krokodil aus Kiel.